Oh, die sind gerade am Essen. Störe sehr gerne. Das hättest du. Acht auf deine Felder. Wenn du auf dem bestellten Boden nichts anbaust, kehrt er in wenigen Tagen zu seinem natürlichen Zustand zurück. Das ist gut zu wissen. Hast du dich schon an dieses Dorf gewöhnt? Ein kleiner Ratschlag. Wenn du es auf größere Fische abgesehen hast, solltest du Clemens bitten, deine Angeln zu verbessern. Dankeschön. Sehr charmant von dir. Wann komme ich aus diesem fucking Zelt raus? Ich glaube, ich muss auch mal ins Museum. Da bin ich Rena auch noch mal ein bisschen... wo sehe ich das nochmal? Ach, genau da oben, ne? Oh, guckt mal. Iori wird schon langsam. Jack, Ralph, Blair, Angela, Beth, Karina, Laura, Raoul, Sally, Mike, Emilio, Bridget, Rena. Da muss ich noch... Wohnt die etwa auch dort? Weiß ich nicht. Da muss ich mich wohl noch ein bisschen bemühen. Mit kleinen Cindy auch. Mit kleinen Cindy und ich, wir sind aber nicht die besten Freunde. Da fehlt noch einer. Da fehlt noch einer. Ich rede eindeutig mehr mit Iori jetzt. Mit kleinen Rena. Hallo Rena! Ich wünschte echt, ich könnte den ganzen Tag nur schlafen und die ganze Nacht nur Party machen. Okay, vom Charakter her ist sie jetzt gar nicht meins. Ich habe noch ein Foto. Hallo. Ich habe... Da, guck mal. Ich hab einen Spatz. Oh, wie putzig das aussieht. Guckt euch diese kleinen niedlichen Figürchen da an. Sind die nicht voll süß? Danke für deine großzügige Spende. Wir nutzen dieses Foto als Vorlage für eine neue Skulptur. Also komm vorbei, wenn sie fertig ist. Das werde ich machen. Also Rena ist vom Typ her. Kann ich Becky heiraten? Ich glaube, ich möchte jetzt Becky heiraten. Beth. Ich muss noch etwas einkaufen, bevor die Sonne untergeht. Ich möchte jetzt... Kann ich bitte Beth heiraten? Ich mochte Rena vom Namen her und vom Aussehen voll gerne, aber wenn die nachts nur Party macht, ist die doof. Also nicht doof, aber halt komisch. Ich möchte keine Frau, die nachts nur Party macht. Ich möchte eine nette Frau. Wer bist du? Markus. Ach ja. Jetzt habe ich nicht vorgelesen, was er gesagt hat, ich böses Mädchen. Hi. Gehst du hin? Wir haben ein Hotel, weißt du? Du solltest mal bei uns übernachten. Ich weiß, dass ihr ein Hotel habt. Oder kann ich dich heiraten? Laura gefällt mir auch. Mein Vater ist zwar Lebensmittelhändler, aber ich kann für mein Leben nicht kochen. Ich mag Laura. Die ist auch sehr hübsch. Ich genieße es natürlich, auf See zu sein, aber dieses Dorf hier hat schon etwas an sich. Ich liebe solche Dörfer auch. Das muss ich leider zugeben. Nigels Zimmer. Ich wollte nochmal gucken. So. Hofeinrichtung, Haus erweitern. Wie teuer ist denn das? Oh, eine Blockhütte. Ich will eine Blockhütte. Bitte. Ja. Bau mir eine fucking Blockhütte dahin, bitte. Ich krieg eine Blockhütte. Wie geil. Das dauert jetzt eine halbe Stunde. Ah, guckt euch mal an. Ich habe eine Blockhütte. Das nicht schön. Ich muss endlich nicht mehr in einem Zelt schlafen. Na, schön gemütlich, wie ein Haus sein soll, oder? Ich habe dir eine neue Küche gebaut. Du solltest etwas Schönes mit den ganzen Zutaten, die du auf deinem Hof hast, kochen. Das muss ich auch kochen. Stell dich für deinen Küchentresen, um zu kochen. Mit den richtigen Zutaten kannst du verschiedenste Gerichte zaubern. Nee, kann ich nicht. Bei so einem geräumigen Haus hast du Platz für ein Haustier, denke ich. Wenn du ein Haustier möchtest, können die Leute im Tierladen dir sicher helfen, das Richtige zu finden. Ich kann mir ein Haustier kaufen. Sieh dich im Tierladen um, um das passende Fellknäuel für dich zu finden. Ah, puh, hier habe ich aber was geleistet. Wenn ich das mal sagen darf. Freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, ich hab jetzt halt eine Blockhütte. Das ist sehr süß. Oh, guckt sie euch an. Ist sie nicht schön geworden? Oh, ist die riesig. Dekorationen können an der Wand, am Boden und auf Regalen platziert werden. Du kannst sie entweder selbst herstellen oder im Gemischtwarenladen, Zimmererladen oder Blumenladen kaufen. Bäder geben dir sehr viel Ausdauer zurück. Wenn du müde bist und eine Pause brauchst, nimm einfach ein entspannendes Bad. Denn sauber macht glücklich. Im Kühlschrank kannst du Gekochtes und Zutaten aufbewahren. Du hast beim Kochen Zugriff auf deine Taschen und den Kühlschrank. Der Kühlschrank wächst mit deinem Haus. Gott, ist das riesig. Guckt euch das an. Blockhüttenromantik. Boah, ich hätte nie gedacht, dass... Guckt euch mal das Winzding von außen an. Das sieht aus wie eine Tonne. Wie so eine kleine. Und dann steht da so ein riesen Teil. Alter, wie cool ist das denn?
Wie? Oh, ich will jetzt ein Haustier haben. Kann ich mir ein Haustier leisten? Ich möchte ein Haustier haben. Ich möchte jetzt einen Hund. Ich möchte einen Hund. Ein Wauzi. Hallo. Kann ich bei euch ein Haustier kaufen? Oh. Hallo. Nur hereinspaziert. Da steckt hier jemand voller Energie. Ich kann mir jetzt ein Haustier holen. Du hast dein Haus ausgebaut. Wie schön. Dann hast du ja mehr Platz, den du nutzen kannst. Ach, da fällt mir ein. Wenn du jetzt schon dein Haus ausgebaut hast, könntest du dir doch ein Haustier holen. Hier, das gebe ich dir jetzt kleines Geschenk von mir. Mit dieser Leine kannst du mit Haustieren Gassi gehen. Wenn du deinem Haustier die Leine anlegst, kannst du mit ihm Gassi gehen. Wenn du die Leine abnimmst, ist der Spaziergang beendet. Die freuen sich so, wenn du mit ihnen eine Runde gehst. Na, wie wär's mit einem treuen Begleiter? Falls du daran Interesse hast, melde dich bei Bridget. Die kann dir weiterhelfen. Bin schon ganz gespannt, was du dir für ein Haustier aussuchst. Ich will Haustiere haben. Ich möchte jetzt einen Wauzimuff haben. Komm. Hallo. Huh, Haustier. Ah, hi. Oh, ich kann mir meinen Hund noch nicht... Oh, Ben ist ein Hund. Guckt euch den an. Oh, ist der nicht süß? Aber so ein Husky ist auch süß. Und Border Collie. Eine Katze. Nein, ich will keine Katze. Oh, die ist auch sehr süß. Eine schottische Faltohrkatze. Glückskatze, Perserkatze. Wesen einsam. Eine Maine Coon. Ja, Maine Coons. Ich liebe Maine Coon Katzen tatsächlich. Aber ich will einen Benner seinen Hund. Ich kann ihn mir nicht leisten. Ich will einen Hund haben. Mein Benner Wuff. Ich muss bis morgen warten. Ich will morgen einen Benazen-Muff kaufen. Oh mein Gott, ein Benazen. Ich will einen Benazen-Hund haben. Meine Wahl steht sowas von fest. Aber sowas von so. Und dafür verkaufe ich alles, was ich verkaufen kann. Zu nur, dass diesen scheiß Holzzaun. Gib mir hier nur auf den Zünder, das Ding. So, vielleicht kann ich jetzt mal hier in die Höhle gucken. Vielleicht finde ich da ja noch was Spannendes. Who knows? In den Minen kannst du erzhaltige Gegenstände erhalten. Achte beim Graben auf deine Ausdauer. Wenn du die Minen verlassen willst, kannst du die Leitern nutzen. Entdeckst du eine Erzader an der Minenwand, brich sie mit dem Hammer auf. Für jede Menge Erz gräbst du. An schimmernden Stellen mit der Hacke findest du vielleicht etwas Schönes. Da ich mit Sicherheit auch Steine brauchen werde. Ach, guck mal einer an. Das ist ja auch Wahnsinn, dass wir das gerade da finden. Nein, ich sag da nichts zu. Mit der Hacke war das, ne? Ich kann mal gucken. Hier gibt es auf jeden Fall... Wie viele Etagen es da wohl gibt. Also wie gesagt, Stein kann ich immer gebrauchen, also nehme ich das einfach mal mit. Da ist wieder so ein kleines Möppelchen davon gelaufen. So, dann klettern wir da doch mal wieder runter. Okay, da geht's weiter runter. Aber ich will mich hier erstmal umgucken. Oh Gott, das muss sehr anstrengend sein, was sie da macht. Hier sind echt nur Steine gerade. Na gut. Haben oder nicht haben? Ne, hier ist uns echt weiter gar nichts. Gut, gehen wir noch eine Etage tiefer. Ich komme immer tiefer. Hilfe, Hilfe. Und finde nur Steine. Ist das denn euer Ernst? Ist hier unten sonst echt nichts mehr? Hier ist, glaube ich, jetzt ein bisschen Erz drin. Ne, ist auch ein Stein. Das ist nur Kacksteine. Na gut. Du
sollst auch auf den Stein hauen, Herzchen. Den Stein. So. Guck. Stein, 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 Stein. Ne, geht's schon mal eine Etage weiter runter. Aha, auf welcher Etage bin ich jetzt? 6. So, ich kletter einfach mal so tief, wie ich kann. Und kletter und kletter und kletter und finde hier eigentlich nicht... Gibt es da auch irgendwas Spannendes zu finden oder geht es einfach nur mal tiefer? Finde ich auch nur Eisen. Es geht aber tiefer runter und ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Also, wie hatte ich damit gerechnet, dass es hier deutlich mehr zu finden ist? Ich gehe da mal wieder hoch. Das ist mir ja gerade ein bisschen zu merkwürdig alles da. So. Sind ja auch ein paar Stunden vergangen. 12. Der Sukuhn ist schon wieder... Ja, mein Sasukuhn ist wieder drin. Aber es tut mir sehr leid, ist das irgendwann was umziehen müssen. Das ist irgendwie... 66 Steine. Ich habe eigentlich irgendwie kaum was ich verkaufen will. Gott, ich kann zum ersten Mal in einem Bett schlafen. Ist das nicht schön? Aber ich schlafe nicht unter der Bettdecke, ich liege oben drauf. Das kann man auch mal machen, ne? Neue Produkte sind im Gemischwarenladen angetroffen. Das ist schön. Na, kriegen wir wieder eine Cutscene. Ich habe ja die... Oh, es regnet. It's raining, man. Dann lassen wir es ja so kurz lieber mal drin. Er muss ja nicht raus in den Regen. In den Regen finde ich. Nee, da muss er nicht raus. Das ist ja kein Regenhuhn. Oh, hier sind Steine wieder aufgetaucht. Da steht. Also, fahren. Das wollte doch irgendwer fahren haben. Will sie das noch haben? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal mit. Und dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall unseren Hund. Haben die überhaupt schon auf? Wahrscheinlich nicht, ne? Machen wahrscheinlich jetzt um 8 auf. Savannah, schön, dass du kommen konntest. Wirf mal einen Blick auf diese Straße. Wunderbar, oder nicht? Oh, die Straße ist mit Holz. Das ist eine Steinstraße, aber ist egal. Nur zu, keine falsche Zurückhaltung. Schmeichel unsere neuen Straße nur richtig. Wie stilvoll. Freut mich, dass du das denkst. Wir haben alle Ideen beigetragen und abgestimmt. Die hier hat gewonnen. Der kleine Mikey hatte einen Popcornstand vorgeschlagen, aber der hat leider knapp verloren.
Ich finde sie ehrlich gesagt nicht so gut. Was war das? Ich habe gesagt, ich finde sie nicht so gut. Ich hätte lieber ein cooles Labyrinth. Straßen und Laternen sind praktisch. Und das bedeutet langweilig. Ja, aber das wäre ja wirklich nur zum Spaß da. Das hat keinen wirklichen Zweck, also habe ich es abgelehnt. Soll es heißen, dass das immer nur verschwendete Zeit war, wenn ich mich im Urlaub verlaufen hatte? Das gehört zum Abenteuer dazu. Dabei entdeckt man alles Mögliche Neue. Darum geht's doch im Urlaub. Ich glaube, ich verstehe dich jetzt. Aber dennoch halte ich ein Labyrinth hier nicht für sinnvoll. Man kann hier auch alles Mögliche entdecken, ohne sich zu verirren. Was denn zum Beispiel? Den stattlichen und ehrwürdigen Bürgermeister? Ja, ja, du hast ja recht. Aber wir werden etwas zum Entdecken erschaffen, das kannst du mir glauben. Erschaffen? Und wer soll das machen? Ja, Nassavanna wird das tun. Oh, wie schön. Nassavanna, du hast es ja gehört. Was fällt dir denn ein? Entschuldige, ich habe mich zu etwas hinreißen lassen. Aber ich weiß, dass du uns stolz machen wirst. Ich zähle auf dich. What? Was soll ich denn jetzt? Okay, wir haben jetzt eine Straße. Eine wunderschöne Straße. Willst du mir echt erzählen, dass die vorher noch nicht da war? Okay. Seriously? Ist mir nicht mal aufgefallen. Kann ich hier rein? Okay. Aber was soll ich denn da jetzt? Okay. Dann brauchst du den Farm wohl jetzt nicht mehr. Super. Die alle noch. Oh, ist unser Spatz fertig? Oh, guck mal, ist der nicht putzig geworden? Ein Spatz. Oh, der ist voll fett. Er ist voll putzig. Das ist ein fetter, putziger Spatz. Ich mag putzige, fette Spatzen. Das wollte ich eigentlich sagen. Warum kann ich nicht reden? Ich nehme schon zu lange auf. Der versagt mir manchmal die Sprache. Kann ich da rein? Kennst du noch? Iori, schläfst du noch? Nee, schon wach. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Dorf verändert sich rasend schnell. Ich muss mir sein heutiges Aussehen gut einprägen, damit ich mich später noch daran erinnern kann. Ja, ganz so schlimm ist es dann ja nur wieder nicht, ne? Aber ich prophezeie, dass dieses Dorf einst auf Augenhöhe mit den erlesensten Großstädten der ganzen Welt sein wird. Ach nee, hoffentlich nicht. Warum wollen die denn alle da so eine Riesenstadt haben? Ich finde das so viel gemütlicher. Weiß nicht, ob ich diese Entwicklung gut finde. Und es wird heute wahrscheinlich keine Sau rausgehen, weil es regnet. Das heißt, kein Mensch sieht, was ich da erschaffen habe. Hi, Clem. In letzter Zeit ist mehr los. Am Horizont warten garantiert große Veränderungen auf uns. Weil wir jetzt eine fucking Straße haben. Bilde ich mir das ein oder ist die Straße jetzt schöner? Everybody knows, aber ich nicht. Was ist denn mit mir los? Entweder finde ich diese blöde Straße nicht so wichtig, oder ich bemerke es halt einfach nicht. Die Straße sieht schicker aus. Ist dir das aufgefallen? Nee. Man hat es mir großzügig gezeigt. Ich habe das Gefühl, die Stimmung im Dorf hätte sich verändert, oder bilde ich mir das nur ein? Nee, das bildest du dir ein. Ich weiß auch nicht, woher das kommen sollte. Was kann ich denn da sonst noch? Okay, ein kleines Haus. Das sieht, einen Brunnen und einen neuen Hühnerstall. Ich könnte einen großen Hühnerstall daraus machen. Was haben wir denn für Möbel? Einen eleganten Stuhl. Oh, ich kann mir tatsächlich so... Ich kann die so japanisch einrichten. Wie cool, ein Raumtrenner und eine Laterne. Wie cool... Das finde ich schon wieder sehr schön. Gehen wir uns jetzt einen Hund kaufen? Ich habe jetzt voll Bock, Hund zu kaufen. So, wir gehen jetzt einen Hund kaufen. Wir gehen jetzt einen Hund kaufen! Nein, wir sagen jetzt mal Hallo. Hallo! Ein Dorf braucht genug Fußgänger, sonst ist es gar nichts. Alter, bloß weil wir so eine Straße gebaut haben. Ich weiß. Es ist schön, dass das Dorf jetzt so aufgehübscht wird. Die Tiere scheinen froh darüber zu sein, dass die Straße auf Vordermann gebracht wurde. Jedermanns Liebling. Everybody's Darling. Ich bin überhaupt nicht. Kann ich auch ein Reittier kaufen? Okay.
Ich will Haustier. Ich will endlich meinen. Labrador wäre zwar auch süß, ne? Oh, ein großer, kräftiger Hund. Wenn du betrübt bist, kommt dieses herzensgute Tier sofort, um dich zu trösten. Du kannst mit ihm spazieren. Das ist tatsächlich so. Ein großer Hund, der für sein einzigartiges schwarzbraunes Fell bekannt ist. Diese Tiere helfen schon seit Generationen Bauern in kalten Klimazonen. Ich möchte einen Hund. Ja.